Hallo, herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Jo. Wir sind wieder da, Black Zero ist auch da. Ja, ich bin auch da. Haben erstmal beim Händler erstmal ein bisschen Sachen verwertet, dass wir wieder handwerkliche Sachen bekommen. Genau. Materialien. Halt Offscreen-Arbeit. Und ja, wir hatten das letzte Mal die Gruften. Hat schnell fertig gemacht. Das jetzt können wir uns auch wieder um die Hauptstory kümmern. Genau, weiter geht's. Wir reden mit dem Deckard. Leorix Krone. Ja, die Krone haben wir gekriegt. Geschmiedet. Jawohl, ich werde ihn vernichten und den gefallenen Stern finden. Jawohl. Okay, da können wir in den Garten der Kathedrale zurückgehen. Jawohl. Ist hier oben. Och, ist hier hübsch. Ist ja richtig hübsch hier, ja. Konnte man die Statuen da nicht eigentlich umblasen? Ja, weiß nicht, aber ich habe hier Handschuhe gekriegt. Kaum 2 Sekunden Dings drin, schon wieder lootet. Der Kerl, der hat nix. Ja, da ist oben vielleicht noch eine Kiste. Ich weiß nicht. Wir haben ab und zu mal eine Kiste. Ein Baumstumpf. Nix. Ist nix. Ich guck grad mal, ob hier noch was ist. Das sah so verdächtig aus. Ah ja, da ging's ja nur da unten in den Dings rein. Ja, okay. Da ging's rum. Wir könnten zwar jetzt schon wieder hier rumlaufen und die ganzen Zombies wegschnitzeln. Ja, freilich, so kannst du halt also ich ein Auflevel. Ja, aber. Ist jetzt nicht notwendig. Wir werden das irgendwann vielleicht machen. Oh, Tisch, aber. So, hier oben haben wir ja normalerweise ja, wir alles. Haben alles. Da können wir eigentlich auch gleich mal da runter gehen. Wir müssen mit der Krone da runter. Und dort geht's dann, glaube ich, auch schon fast zum ersten Boss. Ja, ich habe die Krone erstmal eingeführt. Die wir aber selber noch haben, da wir noch unsere Schnellreise haben. Ja. Wir können jetzt mal zur Ebene 2 vordringen. Ja, Ebene 2. Alles klar. So, das ist wohl Ebene 2. Und ich hab schon wieder irgendwas Feuriges bei mir da rum. Alter, der flamet ja voll weg. Als nicht genug, noch nicht bereit. Spotte durch. Ich spotte immer auf den Brennkollegen. Ja, die Lava-Krone ist auch gerade Vorsicht, drin. Auch diese Dinger. Scheiße. Oh! Irgendwer. Du hast wieder was für mich aufgesammelt. Ledermanschetten, ja. Eben mache ich aber später. Die muss ich jetzt nicht dran machen. Okay. Wow, ich brauche mehr Zeit. Euer Fleisch ist schwach. Gott, muss ich gute Marke. Spotten die alle mal. Kannst du wohl Gold ins Ziel bringen, ja. Blauen kommen auch. Was haben wir? Oh, Eis! Nicht wieder einfrieren, das hab ich. Das geht noch nicht. Jawohl. Jawohl. Einmal noch. Und einmal noch. Schon wieder alles nur für dich. Oh, das muss ich doch mal kurz gucken. Oh, ich glaube, er hat was Goldenes gefunden. Jawohl. Na, das ist ja aber hallo, das ist mal. Und er hat es noch nicht mal selber gefunden, sondern ich hab's aufgehoben. Kann ja auch schon die anderen Handschuhe, wo du für mich gefunden hast. Ne, hab ich mir selber gefunden. Die nehme ich aber nicht. Sind zwar von der Rüstung her besser, aber. Ja, wenn du sie nicht willst. Die Ledermanschetten, die. Oh, die sind besser, ja. Wenn du sie nicht haben willst, dann schmeiß sie mal raus und dann kann ich mal gucken, ob ich sie verwenden kann. Ich weiß selber gar nicht, was meine Handschuhe machen. Ja. Guck gerade mal selber nach. Handschüchen. Erhöhten Sammelrad, ja. Aber ist halt extrem viel besser in der Dings, aber die Stärke, ja gut. Halt, warte mal, da irgendwas mit Hose. Ah, Hosen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja, die machen einen Stärke mehr. Ja, nee, nee. Unser Pfeil ist immer noch da. Ich frage mich, was passiert, wenn wir mal. Keine Ahnung, vielleicht. Oh, jetzt kommen die Starken. Ja, gut, erstmal betäuben. Gucken wir mal ein bisschen. Erstmal. Dorn. Nicht genug Mut. Der ist schon mal weg. Blatt hinter dem liegt noch. Auf jeden Fall ist er. Ich habe. Ach ja, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe mir ein neues Schwertchen gekauft. Ja, stimmt. Er hat sich der. Er hat beim Händler durch Zufall. Zufall, ja. Zufall hat er da ein richtig hübsches. Uah, der ist doch gerade dahergeglitscht. Ja, das habe ich auch gesehen. Auf jeden Fall ist das Schwert. Das ist schon geil. Das zieht schon ab wie Sau. Ich habe immer noch dieselben Waffen. Das wird wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang so bleiben. Ich weiß nicht genau. Weil 16 und so ist schon gut von Level 10. Ich brauche Mut. Ja, als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut
und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Das ist ein Zauberer. Mehr großem Kummer. Brauche ich erstmal hier. Ich hier. Oh Gott. Hat sich erledigt. Der ist down under. Down under. Ja, wenn man eine Rolle macht und hat dabei so eine Sense, so eine Sichel und so ein Speer in der Hand, da kann schon einiges kaputt gehen. Das muss jetzt sein. Klopp, klopp. Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube nicht. Da sind Waffenständer. Rüstungsständer. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich hab Nee, ich hab Ledermann. Soll ich also sonst bin ich? Down. Ja. Einfach ein paar Mal auf R2 hämmern bei mir, dann klappt das schon, wenn ich meinen großen Hammer schwinge. Nicht genug Wut! Halt, da ist Polle. Platsch! Zwei Opfer. Mit allen Mitteln. Wir haben dafür erst zwei Opfer gebraucht, dass man einen töten kommt. Ah, hier bröckelt's. Ja. Vorsicht, Straßen! Das ist Golden. Komm irgendwie voll selten Golden. Ja, das sollte froh sein. Übrigens hat mein Kollege mir auch schon erwähnt, dass er schon ein paar Mal jetzt von einem Nemesis-Monster getötet wurde. Aha, also es kann sein, dass wir den Typ finden. Ja, es kann sein, dass der auch mal bei uns auftaucht. Aber ich sag mal so, mein Kollege ist so ein Hardcore-Diablo-Zocker und wenn der schon sagt, der wird von dem Ding getötet, dann hoffe ich, dass es nicht bei uns auftaucht einfach. Ja, kommt vielleicht auch auf den Schwierigkeitsgrad an, wenn wir auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad spielen. Das kann sogar möglich sein. Will ich da aber nicht fest. Noch nicht bereit. Nur Spreu. Ich kann jetzt noch geben. Jawohl. Jetzt haben wir die hier so schöne Leute. Das geht Kette. Nicht. Ja. Und da oben ist eine kleine Zündschnur dran. Wir müssen vor die Zündschnur ab. Immer wieder einen Gegner töten. Immer einen Gegner töten. Oder zwei. 41 habe ich jetzt. 44. Jetzt wieder welche? 50. Ich brauche mehr 52. Zeit. 56. Geh schon mal hinter. 59. 62. Ich werde sterben. Jawohl, jawohl. Das war doch eine schöne Kette. Mensch, wir sind zu weit, ich weiß es nicht. Nee, nee. Rennen wir nicht. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Level 12. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, das hab ich gar nicht drauf geachtet, was das passiert. Da ist ein Goldener. Was passiert, wenn er über den Strich drüber kommt? Ob es einen Boost gibt oder wahrscheinlich springt es dann einfach bis zum. Wie er mein Geschrei. Ja, das geht noch. Hab's schon mal gehabt. Was steht mit dem? Das scheint sogar besser zu sein. Angefangen bei Diablo. Kam dann Schrei. Dann vereister Schrei. Kam Kurzspeer. Ja, den hab ich gerade für dich aufgehoben. Ja, der ist eh schlechter als meine. Ja. Den hab ich auch für dich aufgehoben. Sehr gut. Hinten ist war da noch was? Da sind Zombies, aber. Ja, ja, die kommen mal wieder. Die kommen da hinterher. Ich verspotte euch. Ich schlage euch. Aus dem Müll. Ich bin auf dem Weg, sonst sind wir drei Tage wach. Ja. Schnetteln, 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 schnetteln. Ja, 12 Gegenstände zerstört. Das kommt schnell, gib mal einer. Jawohl, 16. Dann ist das, glaube ich, knapp. Ja, jetzt wird's knapp. Okay. Ja, da so, unten, wo müssen wir jetzt hin? Da nach unten rechts. Jetzt geht's nur noch in eine Richtung. Da ist wieder so ein Fetter. Ja, lass ihn kommen. Von Hardcore. Ich loot dabei mal hier oben. Du kommst doch. Ich komm doch. Mehr Wut. Mehr Wut. Wermut? Wermut ist ein Stern. Ja. Das da oben ist ein anderer. Also magische Falle. Noch nicht bereit. Habe ich auch gerade.
Wow, ich bin schnell. Wohin jetzt? Unten. Ja, da kommt Zauber raus. Grün. Ah. Magier. Dunkle Magier. Wenn das so möchtest. Wer auch sagen, wie es ist. Wollen wir nicht so ins Detail gehen. Magier sind für mich eh nur Kugelknaben. Ja, möchte gern Krieger. Magier werden immer nur die einfach die Hitze des Gefechts nicht ertragen können. Ja, sie wollen lieber von weiter weg so ein paar Feuerbildchen schmecken. Ihren Zauberstab rumwirbeln. Das ist ja falsch verstehen, ja. Yeah, eine Kriegsaxt, die schlechter ist als meine. Ach so, ich dachte, ich habe bald wieder so. Ja, aber ist auch schlechter. Naja, schlechter als deins ist dahin gesagt. Kann auch besser als meins sein. Deins hat, ich weiß gar nicht, wie viel deins hat. Ich hab keine Ahnung. 19 oder was der Ärger. Waren wir warme schon überall? Ne, waren schon überall. Okay. Zoom. Warte, ich gucke mal kurz nach. Ah ja, was können die? Zwei Vitalität, eine Erfahrung mehr. Erfahrung ist schon was. Aber die da sehen doch auch. Ja, die hast du ja vorher schon, die hast du von mir gekriegt. So, stimmt ja genau, die waren ja nicht. Hat man jetzt gewusst, ob das jetzt besser ist oder schlechter? Die Kriegsaxt da ist nicht. Guck mal, was hast du nicht, was hat eine Kriegsaxt? Meine Kriegsaxt da. Die Sichel hat 16,9. Mhm. Okay, da kann ich mal gucken, was meine Breitschwert hat. Oh, der ist auf jeden Fall besser. Ah, oh, das gefällt mir doch. Ein seltener Beinschutz, jawohl. Oh, neues Stühlchen. Stärke und Erfahrung, jawohl, die nehme ich auch. Vielleicht kommst du dann hinterher, wenn du jetzt wegen mehr Power-Ups hast. Oh, ich hab was auf den Dings. Du hast auch was Neues auf X. Das dritte hast du jetzt da. Vergrößert den Wirkungsbereich von Zerfleischen. Hm, ist das gut, ist das schlecht? Nee, ich behalte lieber meinen Stampfer. Was hast du auf X? Hast du noch was Neues? X. Oh, das dritte. Was war das dritte? Raserei. Geht in einen Wutzustand über mit jedem Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das ist doof, weil da auf X schlage ich die ganze Zeit. Ja, das ist wirklich eigentlich nur gut, wenn du größere Massen vor dir hast. Ja. Ich könnte allerdings mal das da machen hier. Den Spalten? Ja, den Spalten und da unten durch Spalten getötete Gegner explodieren. Okay. Das finde ich vielleicht doch ganz interessant. Ja. Ich guck gerade nochmal hier. Ich habe ja noch diesen Wurfspieß. Aber dafür habe ich keine Zweitwaffe irgendwie. Also ich verstehe nicht, warum ich den Wurfspieß da in die Hand nehmen kann und die hier. Ach, weil es zweihändig ist. Das ist zweihändig, ja. Scheiße. Ja. Okay, gut, dann hat sich das geklärt. Was sagt denn eigentlich das Eisen der Zeit? Das Eisen der Zeit sagt, dass wir unseren lieben Zuschauern erst im nächsten Part zeigen können, wie Ebene 3 aussieht von der Kathedrale. Okay, ich habe auch jetzt mal hier schon hier, ich habe überall neue Power-Ups. Ah, komm. Ja, ich hab's jetzt gar nicht durchgelesen, was ich hab, aber ich hab einen gesegneten Hammer. Beschwört, einen gesegneten Hammer, der euch umwirbelt und jedem getroffenen Schaden hinzufügt. Und da habe ich einen neuen Schlitzer, der war aber blöd, deswegen probiere ich da hier mal den Niederstrecke aus. Streckt in bis zu 30 Meter Ferne heiligen Ketten nieder, okay. Ja, hört sich ganz lustig an. Ja, wir werden es probieren. Wie das Ganze dann aussieht, sehen wir dann im nächsten Part. Genau. Ja. So. Wir verabschieden uns und bis dahin auf Wiedersehen und ciao.